Am Freitag fand die Jubiläumsfeier 10 Jahre Sportschule Liechtenstein statt. Vor 10 Jahren war das ein Pilot-, ein Experimentprojekt mit 14 Jugendlichen oder fast noch Kindern, die hier angefangen haben in der Sportschule. Und mittlerweile haben wir 93 Sportschüler über insgesamt 14 Disziplinen. Und ich glaube, wir dürfen stolz sein, dass sich die Sportschule in dieser kurzen Zeit zu einem so erfolgreichen Projekt entwickelt hat. Ich spiele Tennis seit meinem 5. Jahr, seit ich 5 Jahre alt bin. Und in der späteren Zukunft möchte ich mal gerne Profi werden, wenn es geht. Ich spiele Volleyball beim LVBV. Momentan spiele ich bei VBC Galina, Nazi B, und dort würde ich gerne als Stammzahlspielerin spielen und später auch im liechtensteinischen Nationalteam. Sportschule gefällt mir sehr gut, weil ich liebe Sport. Meine Klasse ist auch sehr cool. Ich habe gute Lehrer und er Sport passt einfach zu mir. Und der Unterschied zu anderen Schulen ist einfach eben das Sportangebot, die Chance, die man nutzen kann. An der Schule hat man einfach Möglichkeiten, immer zum Trainieren. Man passt sich uns an. Wir haben die Möglichkeit, am Nachmittag zum Trainieren, am Morgen und kleinere Stundenpläne, dass wir auch noch genug Zeit haben, um zum Lernen nach der Schule. Die Sportschule ist ein wichtiges Element für unsere schulische Landschaft geworden. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Jugendlichen sich nicht entweder für Schule oder für gute sportliche Leistung entscheiden, sondern dass sie Betmöglichkeiten haben, zum Beten unter Anhut zu bringen. Ich glaube, Sport und schulische Leistung in Kombination ist eine riesige Leistung. Und die Jugendlichen sagen immer wieder, dass sie fähig sind, das unter Anhut zu bringen. Unsere Jugendlichen, die rausgehen und die Leistung erbringen, sind die schönsten Botschafter für unser Land im Ausland.